Ach, können wir sogar hinreisen. Das ist gut. Das Gebiet ist wirklich hübsch, ja. Ich glaube, rein visuell fand ich von den drei Gebieten Fyrone auch am schönsten. Einfach weil es so mit vielen Blumen und Pflanzen und ich mag halt die Q auch super gerne. Gameplay-technisch mochte ich Elden, glaube ich, am liebsten. Aber deswegen habe ich halt für alle Gebiete eigentlich hohe Erwartungen, weil ich alle drei mochte. Deswegen bin ich froh, dass es bis dato so hübsch aussieht. Was ist das Safe in 1 da? Das war für einen potenziellen Bug, den wir im letzten Dungeon hatten. Ah ja, stimmt. Aber dadurch, dass der sich nicht ausgelöst hat, zum Glück, ja, es ist einfach nur jetzt über. Ich warte gerade drauf, dass der Counter das schnallt. Ja, der braucht immer so einen kleinen Moment. Ich könnte ihn noch manuell aktualisieren, aber der sollte gleich hinterherkommen. Er ist ein bisschen überfordert, wenn so viel auf einmal kommt. Ah ja, jetzt hat er es. Oh, perfekt. Jetzt ist er hochgegangen. In einem Rutsch. Hat doch gar nicht so lange gedauert eigentlich. Mhm. Der ist recht zuverlässig. Dann weiter runter. Da ist er sogar mal wieder über 200. Krass. Das ist wieder für dein Ego, nachdem du im letzten Monat weniger verdient hast, ne? Nee. Was waren das? 10 Euro weniger? Ja. Jetzt. Als du. Ja. Jetzt bist du wieder vorne. Ach. Das ist ja letztendlich egal. Ja, Ziel erreicht. Wir streamen diesen Monat nicht mehr bei Svenja. Der ist schon richtig Five-Head, der Fisch. Ja. Ja, nicht dieser Fisch. Ganz schön schwer, mit dieser Fisch haben den Wasserdrachen angegriffen. Sei vorsichtig. Die Sache ist, das Twitch-Geld kommt eh halt immer zusammen aufs Konto. Und meistens gucken wir auch nicht nach, was jetzt von wem ist. Ich hatte es nur jetzt heute Morgen in den Mails, deswegen. Nur ich sag mal, gerade mit den günstigeren Subpreisen ist es dann schon auch cool, wenn der Counter dann wirklich voll ist. Großartig, ganz einfach, du musst der Auserwählte der Göttin sein. Ist noch irgendwas hier unten? Es ist eigentlich schon ein sehr angenehmes Unterwassergebiet. Ja. Auch sehr. Wie soll ich sagen? Eher auf hübsch getrimmt und nicht so auf gefährliche Tiefsee. Mhm. Endlich da! Gleich sind wir beim Wasserdrachen. Bitte warte einen Moment. Oh, seine Antenne ist so ein Schlüssel. Schon irgendwie. Oh Gott, wie die Schlüsseltoads aus Paper Mario. Yikes. Aber die waren noch ein bisschen seltsamer. Ich weiß nicht, Gracie, vielleicht führst du Protokoll. Hier entlang. Aber versteht ihr jetzt, warum ich vorhin meinte, als ich meinte, ich glaube, ich weiß noch, was in dem Gebiet kommt und Jan einen Anhaltspunkt wollte, dass ich gesagt habe, ich habe Durst und schüttel mir Wasser ein? Ja. Fand, das war schön subtil. Ja. Weil ich auch im Kopf hatte, dass jetzt tatsächlich ein Wassergebiet kommt. No. Stell dir vor, um deine Haustür zu öffnen, musst du deinen Kopf reinstecken. Stell dir vor, es versucht jemand Fremdes und dann hat da plötzlich jemand Fremdes so seinen Kopf in deinem Haus drin. Dann komme ich auch mit der Bratpfanne. So. Hi. Oh! He's... She... Keine Ahnung. So small! Keine Ahnung. Mach du. Kann diesem Wesen kein Geschlecht zuordnen. Was muss ich da sehen? Ein Mensch? Dieser Ort ist mein Heiligtum. Wesen wie du dürfen hier nicht einfach so herumplanschen. Und sag, wie bist du eigentlich überhaupt reingekommen? Ich hab mich verlaufen. Zeige was Respekt, Menschenkind! So ein Bengel wie dich verschlinge ich auf einen Bissen. Geh besser schnell aus den Augen. So viel kleiner, als ich gedacht hätte. Ich bin in der Tat der Wasserdrache Fyrone und behüte im Auftrag der Göttin dieses Land.
Auch in dieser Gestalt diene ich der Göttin. Interessant. Du besitzt eine Wasserdrachenschuppe. Nur der von der Göttin Auserwählte kann sie erlangen. Du bist also auserwählt. Aber die Schuppe alleine reicht nicht, um hierher zu finden. So. Der Q-Einsiedler hat es dir also verraten. Er hat mir versprochen, diesen Ort geheim zu halten. Und ich denke, ich werde ihn fressen müssen. Aber gut. Du bist sicher auf der Suche nach der heiligen Flamme. Nun, das dachte ich mir. Ich kann nicht glauben, dass die Göttin einen kleinen, schwachen Jungen wie dich auserwählt hat. Aber lassen wir es auf einen Versuch ankommen. Der Anführer der Monster, Girahim, hat mir eine Wunde zugefügt. Das heilige Wasser in diesem Behälter sollte sie eigentlich heilen. Aber die Wirkung lässt bisher zu wünschen übrig. Ich brauche frisches Wasser. Menschenkind, du musst mir heiliges Wasser bringen, wie das in diesem Behälter. Im Gegenzug zeige ich dir, wo du die heilige Flamme findest. Okay. Ich habe das verbliebene Wasser analysiert. Es kann nur mit der Aurasuche aufgespürt werden. Gebieter, du besitzt keine Möglichkeit, das Wasser zu transportieren. Wir benötigen ein Gefäß. Prost! Folge diesem Weg in den Wald von Phyrone. Nun beeile dich, ich warte nicht gerne. Ist echt so die Erwartung? Wir retten Zelda und suchen vorher die Flammen und alles episch. Realität? Erstmal. Was war das Erste? Musst du den Propeller suchen. Jetzt muss ich Badewasser besorgen. Ja, und jetzt musst du den Wasserdrachen baden. Aber ich meine, es ist ja nicht unüblich in Spielen, dass du erstmal Kleinkram machen musst, um in der Story irgendwie weiterzukommen. Mhm. Aber Badewasser besorgen ist neu. Neu? Dass du mal für den Charakter Badewasser besorgen musst. Ach so. Meine ich. Ich weiß nicht wieso. Aber irgendwas dämmert mir, dass ich mich minimal daran erinnere, dass man Wasser besorgen muss. Oh, ein Schattenkristall. Ich weiß nicht, so in den Tiefen meines Gehirns habe ich das Gefühl, ich erinnere mich dran, dass man Wasser holen musste. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das war Kacke. So Kacke suchen? Als Adjektiv benutzt. Ah. Ich war kurz verwirrt. Als ob du das wirklich nicht gecheckt hast. Bah. Weiß ich irgendwie. Mal gucken. Ja, ich glaube, spätestens jetzt sollten wir unser Geld mal irgendwie ausgeben. Gerita, du bist schon reich. Tu was. Du kannst nicht noch reicher werden. Stop it! Oh, diese Rose sieht voll schön aus. Ja. Wenn du sagst. Ali, ich bin mir ziemlich sicher zu wissen, was am Ende des Jahres dein meistgenutztes Emote ist. Aber ich meine, ich bin ja froh, wenn die Emotes benutzt werden. Ne? Logisch. Willst du nicht erst zum Wolkenhort zurück? Halt wegen Geld und so, oder später? Könnte ich. Was ist das denn für ein fetter Käfer? Ein Heuschrecken. Ein Fiohüpfer. Ich habe letztens mal vor der Apotheke eine Heuschrecke gesehen. Die war locker so lang wie einer meiner Finger. Richtig Riesenteil. Also locker so, weiß ich, 10 cm lang oder so. Okay. Hat eine Arbeitskollegin die genommen und zur nächsten Wiese gebracht. Das ist nett. Mhm. Ich hätte die nicht angefasst. Ich auch nicht. Ich sage mir gar keine Wiese, oder? War ein bisschen weiter weg. Ich wollte gerade sagen. Sie hat sie auf dem Handy ein bisschen rumbalanciert. Ja. Ihr
Die Sache ist, gehen wir jetzt erst Sachen verbessern oder gehen wir erst zu Terry? Ich gehe mal was ausprobieren. Mhm. Ausprobieren. Du willst abkürzen zu dem Typen? Ja. Guck mal, ob das funktioniert. Müsste ja hier drunter irgendwo sein, ne? Ah. So funktioniert das nicht. Okay. Juhu! Ah, das ist ziemlich weit darunter. Mhm. Könnte schwer werden. Haben wir denn 30? Ja. Interessant. Wenn du nicht von den Stegen springst, fällt er einfach nur runter. Ich wollte gerade sagen, das bringt doch so auch nichts. Außer, dass du irgendwie sehr inkompetent dabei aussiehst. Das? Ich glaube nicht. Nein. Hast du deinen Wolkenvogel noch? Nö. Wenn ich den Wolkenvogel rufe, komme ich aus Wolkenhort raus. Das will ich ja nicht. Dann verhalte dich jetzt mal wie ein kompetenter Spieler. Okay. Das wollte ich zwar verhindern, aber wenn es sein muss... Der Vogel so, hallo, wieso rufst du mich nicht? Aber das ist echt ein langer Zeitraum. Ich hätte gedacht, dass du viel schneller runterfällst. So habe ich keinen Schaden genommen. Ich habe doch dreimal gerade die Beine gebrochen. Alle drei. So. Oh, Nice. Gut. Mehr Geld. Jetzt müssten wir an sich gar nicht mehr was ausgeben, aber... Was ist denn da drin? Und darin befindet sich die wohl die furchterregendste Medaille, die es gibt, die Dämonenmedaille. Trägst du sie bei dir, wirst du auf deinen Reisen viel mehr Rubine finden als zuvor. Auch Schätze werden dann leichter zu finden sein. Doch im Gegenzug... Oh. Und wenn du sie, wenn du es dir bis du hierhin anhörst, verstehe ich schon, dass es verlockend klingt. Schreck hier daran, kommt erst noch. Wenn du diese Medaille bei dir trägst, kannst du deine Tasche nicht mehr öffnen. Das bedeutet, du kannst auch keine Herztränke mehr zu dir nehmen und dein Schild nicht mehr einsetzen. Verstehst du nun, was ich meinte mit furchterregend? Ich bitte dich, öffne diese Truhe nicht. Also du kannst sie ja gerne mitnehmen, aber leg sie bitte nicht an. Werde ich leider automatisch. Weil ich den Slot noch frei habe. Aber du kannst sie gleich ablegen gehen. Ja. Ja, und damit ist mein Schild weg. Oh, das ist geöffnet. Die Gene der Menschen ist eine sehr gefährliche Macht. Ja, genau so macht das macht die Menschen so interessant. Wenn sie deine Tasche doch wieder öffnen wollen, bringen die Medaille einfach ins Itemlager. Okay. Also zum Farmen sicher sehr praktisch. Ja. Wenn du nur mal Materialien suchen willst. Aber du kannst ja immerhin deine ganzen Dungeon-Items noch benutzen. Ja. Das Schütteln sieht immer so seltsam aus, um da hochzuspringen. Dann erstmal zum Bazar? Nicht ganz. Erstmal tauchen? Mhm. Ja. Das sah sehr interessant aus. Link ist plötzlich zum Sora geworden. Ja? Wieso haben die da einen Keller unter Wasser? Ich weiß nicht. Das ist ihr Brunnen. deswegen kam man an die Truhe noch nicht dran. Yes. Ich finde es schön, dass man sie schon früh freischaltet, aber nicht drankommt. Und jetzt können wir auch mehr Geld wieder tragen. Wusstest du, dass es hier Geld gibt und bist deswegen erst zu den Typen gegangen? Nein. Nice. Nur noch eins. Kannst du den Haufen wegblasen? Wahrscheinlich nicht. Okay. So, nebenbei noch mal ein bisschen rumkotzen. So viel, wie er sich hier gedreht hat. Ja.
gucken, ob wir vielleicht irgendwas aufbessern können jetzt. Aber erstmal den Mist bitte ablegen. Ja. Hab ich dir etwa gefehlt? Hallo? Dann halt so. Was ist die andere Medaille, die du da hast? Die Schatzmedaille. Ah, okay. Ein neuer Trank. Der Lufttrank. Ach so, wahrscheinlich, damit du unter Wasser mehr Luft hast. Ja. Ja. Gut. Irgendwas bei dir aufbessern? Haha. Keine Gras. Okay. Wir können erstmal durchgucken, aber theoretisch ja. Eine bessere Schleuder mit noch mehr als genug von allem auf jeden Fall. Und noch Bienenlarven. Damit er schneller fliegt. Oh ja. Können wir auch. Und es ist sogar nichts, was da dazwischen kommt. Das mache ich sogar direkt als allererstes. Ja. Kein Problem. Und sieht da vor allem auch noch mal ein bisschen schicker aus. Und dann wieder mehr Ausdauer. Das heißt, es ist ein Schild, der sich selbst repariert und mehr Ausdauer wieder hat. Und so gleicht irgendwo seinen Nachteil wieder aus. Der hochheilige Schild. Können wir den auch mal verbessern? Prinzipiell fehlt uns gar nicht so viel dafür. Ein Monsterhorn und nochmal zwei Federn. Und die Larven, der Eidechsenschwanz. Dann können wir hier das auf jeden Fall noch verbessern. Aber ist das dann maximiert oder geht dann nochmal? Dann geht nochmal. Aber so machen wir einen Streuangriff mit nur einem Kern. Das ist praktisch. Ignorieren Sie bitte den Hund im Hintergrund. Da, 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 da. Sogar in Vogelform. Oh, die ist sogar schon maximiert dann. Oh, perfekt. Also hier nochmal Wüstengras für eine bessere Schleuder, für ein besseres Netz wäre schon geil. Mhm. Und sonst was haben wir hier? Die Bienenlarven? Wüsste ich, glaube ich, sogar, wenn man die herbekommt. Mit Vogelfedern, Monsterhörnern ist ja auch kein Problem. Boah. Okay. Also könnte man prinzipiell ja sogar farmen, die Sachen. Ja. Als ob da in-game plötzlich ein Hund anfängt zu bellen. Terry, Terro. Kommen Sie doch mal hin. Komm doch mal vorbei. Ui, sehr schöner Streuschuss. Mhm. Das kostet halt am Ende nur einen einzigen Kern. So. Ring? Greifen Sie zu? Mal gucken, ob wir uns irgendwas für 1350 leisten können. Mhm. Was ist eigentlich auf seinem Dach noch? Gar nichts. Okay. Hi! Ah, die Sachen hat er. Das bringt uns noch weiter einen Herzcontainer, glaube ich. Lebenskraftmedaille. Okay. Das klingt nur nach Medaille. Oder musst du dir dauerhaft... Ich musste bei dir tragen die ganze Zeit. 1200. Ich glaube, das ist dann so unser letzter Slot sogar dann, ne? Ja. Oder halt... Die Insektenmedaille. Zeig dir dann, wo sich Insekten befinden. Ich glaube, ich nehme sogar die... Tasche eigentlich, damit wir die alle schon mal haben. Ja, klingt gut. Nicht, dass wir Platz, also nicht, dass wir irgendwas haben, was wir reintun könnten, weil wir eh zu viel Platz haben, aber... Dann hat man das schon mal. Yes. Muss man eigentlich für die 100% quasi auch alle Medaillen mal haben? An sich? Wenn man möchte. Also zumindest muss man ja die eine haben für den extra Herzcontainer. Sonst hat man ja nie maximale Herzen, oder? Gibt sogar zwei. Oder die zwei dann. So, hat er noch was? Nein. Dann werden wieder rausgeschmissen. Solange ich nicht mit ihm rede, nicht. Ah, okay. Nur wenn ich mir was angucke und es nicht kaufe, dann schmeißt er mich raus. I see. Könnte ich jetzt mal gucken? Screw jetzt irgendwo hier noch? Wo war der denn sonst mal? Ach, da.
Ich glaube, es dauert aber bestimmt noch ein bisschen. Wir hatten ja mit ihm auch schon geredet. Dann können wir theoretisch eigentlich wieder zurück. Also haben wir quasi jetzt alles gemacht und die Sache ist, wenn er jetzt wirklich noch ein Dungeon kommt, dann den will ich natürlich jetzt heute nicht mehr machen, höchstens noch Kleinkram. Wir können die Vorbereitung für den Dungeon halt noch machen. Wenn du möchtest, dann... Weil noch, glaube ich, können wir nicht rein. Nee. Du musst erstmal den Wasserdrachen baden. Oder du könntest die Vorbereitung machen, ich mache dann den Teil vom Dungeon den Anfang und du machst dann den Rest. Aber du musst ja eh beim nächsten Mal dann... Also den Dungeon machen wir heute ja sowieso nicht mehr. Deswegen meine ich, machst du die Vorbereitung? Aber dann müsste man die ja beim nächsten Mal machen. Nee, du machst jetzt die Vorbereitung, ich mach beim nächsten Mal den Anfang vom Dungeon und du den Rest. Okay. Also ich mach gerne den Rest vom Dungeon, damit ich dann quasi abwechselnd mit dir die Bosse mache. Komm ich da durch? Schon fast gedacht. Dann mache ich halt hier die Vorbereitung. Du kannst gern den Wasserdrachen baden. Da ist irgendwas an so einem Bild. No! Wolltest du episch aus dem Wasser raus? Ja. Das hat fast funktioniert. Geht doch. Der ist schon nicht so smart gewesen, der Käfer. Nee. Einfach gegen die Wand gebonkt. Ich überleg gerade, was hier jetzt nochmal kam. Shorto Kato. Ja. Ich vermute, dass wir uns im Südwesten des Waldes von Fyrone befinden. Bitte bestätige dies mit Hilfe der Karte. Jo. Danke, Fai. Okay, gehen wir mal in die Richtung. Hast du Mobbly Bert schon wieder ignoriert? Ich kann ihm gerne seine Nippelringe aufschlitzen, wenn du es unbedingt möchtest. Nein, alles gut. In die Arschbacken! Der hält viel aus. Ja. Schon. Mobbly Bert macht Musik. Ja. Hoch. Hier, da muss ich hoch. Benutzt du gerade tatsächlich die Aurasuche sinnvoll? Ja. Ich glaube zum ersten Mal. Ah. Ich glaube, die Bomben kamen heute noch gar nicht zum Einsatz. Nee. Wobei? Nur die Bombenfische. Oh, cool. Geschenkt. Schon. Herzcontainer. Für die Herzen haben wir am Ende 20. Und tschüss. Ich war jetzt zu faul durchzuzählen. Aber es sind, glaube ich, immer 20, ja. Außer den GBA-Teilen, dann hast du 14. Du. Ich glaube, mehr nicht Platz war im Layout. Ja, gut. So. Wo muss ich hin? Zum Baum. Ist das gute Wasser? Nein. It's not good enough. Kommst du jetzt in den Stein ran? Nein.
Aber ich will an den Stein ran. Ja, du kriegst den Stein nicht. Warum nicht? Wenn du nicht kriegst. Es wäre jetzt total witzig, wenn die Aurasuche auf den Riesen-Q zeigen würde. Ja, sein Urin ist das heilige Nein! Wasser. Nein! Sein Schweiß? Nein, dass er eine Flasche dabei hat. Achso, sehr langweilig. Ach Jan. Schon ein bisschen kreativer gedacht. Nee. Und was soll der arme Wasserdrache denn noch alles baden? Ja, weil da haben wir, glaube ich, alles. Ich dachte einfach, dass dann der Anführer Q irgendwie random so eine Flasche Sprudel oder so dabei hat. Brauchen wir nicht auch noch Vogelfedern? Hm, die normalen. Gibt's auch nicht normale? Die blauen. Einen Bienenstock brauchen wir auch noch, oder? Mhm. Praktisch. Ah! Ja. Ah! Ah! Ich hab die Bienenlarven bekommen. Das Letzte, was uns noch gefehlt hat. Die Bienen hatten ein bisschen Delay. Wieso? Weil ja erst eine Fuhre kam, die hast du gefangen, dann hast du dein Netz weggepackt, dann kamen die nächsten. Ja. Die wollten mich tot sehen. Also du brauchst die blauen Vogelfedern? Nee, die normalen. Aber hast du nicht gerade eine bekommen? Ich habe eine normale bekommen. Ja, die brauchen wir doch, oder nicht? Wir brauchen zwei. Aha. Jetzt habe ich's verstanden. Was zur Hölle war das? Das frage ich mich auch gerade. Warum sind die nicht weggeflogen? Wieso hast du dich getroffen? Ich weiß es nicht. Wo kommt ihr denn her? Ich hab sie gerufen. Da sind eine Schulter rausgeholt. Flump. Da komme ich nicht dran.